Hoheit. Weiterer ruhmreicher Sieg. Für die Ehre. 9? Wer ist dein Herr? Ich hatte, glaube ich, schon 9, aber egal. Ich hatte ja keine Ahnung. Es sind so viele Marschälle. Es sind so viele. Euer Reich wächst, mein Herr. Uns gehört nun eine weitere Stadt. Möchtet ihr, dass wir angreifen? Ja, das ist ja irgendwie, was sollen wir denn sonst zurück machen? Zurück in die Stadt. Wir haben eine Einheit verloren. Die haben, was, wieso gibt's in Tirol keine Spezialeinheiten? Diese Stadt. Wie lautet euer Befehl? In der Tirol ist doch schon ziemlich speziell, wenn ihr versteht, was ich meine. Habe ich eigentlich gesagt, ich frage den 10. oder ich frage nach 10? Spielt dir keine Rolle, weil ich eh schon 12 oder so getötet habe, aber... Ja, ja, ja. Ihr seid mein. 10. Mein. Lasst uns den Proviant auffüllen und ruhen. Oh, Kärnten. Ganz übersehen. Liegt da so versteckt ich werde hinter den Bergen mit den 7 Zwergen. Wo bleibt denn das? Politische es bleibt verborgen im Mondschein. Was ziehen die eigentlich hier für eine Terrornummer ab? Plündern alles aus und gehen mir mega mächtig auf die Nerven. So, Angriff auf Kärnten. Es kann nicht mehr lange dauern. Nach 8 Provinzen. Sollten die mir nicht eigentlich auch irgendwann mal so ein Friedensangebot machen? Ich weiß, es kommt sehr kurzfristig. Aber, mittlerweile ist es auch wieder so aggressiv, passiv-aggressiv. I don't care, ob irgendwo irgendwas passiert. Ja. So. Attacke! Auf das befestigte Lager. Wir sind trotzdem überlegen, obwohl wir nur eine Armee haben. Besser kann es ja gar nicht laufen. Ja, mein Herr. Wie lautet euer Befehl? So, aber schicken wir noch ein paar Verstärkungstruppen. Das kann ja niemals schaden. In Isirien. Ja, aber das hier sollen diese 8 Provinzen sein. Politische Übersicht. Dieser winzige Fleck auf der Landkarte. Eure Hoheit. Wir haben meine Schlacht gewonnen. So, fragen wir nochmal. Nur ach, unglücklicherweise. Für euch gibt es keine unglücklicherweise muss ich dich exekutieren. Tja. Vielleicht sollte ich irgendwie am Rand so eine neue Liste machen. Wie viele Vatikane... Also, hier, wo ich jetzt mit der Maus nicht hinkomme. Wie viele vatikanische... Entschuldigung. Vatikanische Marschälle habe ich bereits umgebracht. Wäre zumindest auch was. Hätte ich nichts gegen. Aber ich bin froh, dass es so gut läuft mit meinen 18er Marschallen. Nichts kann sie wirklich aufhalten. Sie sind unbezwingbar. Huhuhu. Ja, ja. Was ist euer Wunsch? Mein Wunsch? Zu gewinnen natürlich. Denn was wünscht sich nicht jeder sehnlich? Zu gewinnen. Zu gewinnen. Ach Gott. Gut, sagen wir nochmal 5 Marschälle, denn ich weiß gar nicht mehr, ob wir nochmal 10 treffen werden. Immerhin gibt es keine 10 Provinzen mehr. Okay, das hat die in letzter Zeit auch nicht wirklich davon abgehalten, aber... Ich will ja gnädig sein und ihnen ein paar mehr Chancen geben. Also, auf nach Damatien. Ja, mein Herr. Lass alles so Städte kenne ich überhaupt nicht. Herr also Rom, Toskana, ja, okay, das ist ja noch. Verstehen Sie? Aber. Damatien, Isirien, the fuck, was ist das denn? Oh, ja, klar, wir sind ja hier auch nicht mehr in Italien, das ist ja irgendwas anderes. Ich glaube, wenn ihr meine 1. Alle reden durcheinander. Ich hoffe, wenn mich meine Kenntnisse in dieser einfachen Sprache Deutsche Lande. Was? Ich meine natürlich meine Erdkunde nicht täuschen. Was ist euer Wort? Dann befindet sich dort erledigt. Serbien, Montenegro. Wenn mich da. Ich glaub's zumindest, ja. Verurteilt mich nicht, wenn ich keine Ahnung habe.
Belagerung von Neapel, na super. Neapel? Neapel wird belagert. Belagerung ist hier. Neapel, wir sind überlegen. Auf die Fresse. Wir haben einen ehrenhaften Ziel. Euch gibt es zwei. Ist das hier unser? Ach nee, das ist ja noch. Wir haben hier noch was vor. Lass niemanden in die Stadt oder heraus. Ja, denn. Wir dürfen das natürlich nur nicht so weit kommen lassen. Nein. Hier. Dass wir hier verlieren. Ich weiß, es sieht nicht gut aus in Neapel. Auch wenn ich alles verstärkt habe. Oh, verdammt. Verdammt. Drei. Aber ich sage immer, ein Marschall wirkt Wunder. Komm schon. Warum muss das so... Oh, verdammt. Wo ist hier Neapel, verdammte Scheiße? Los. Für die Krone. Ja, das macht's irgendwie nicht besser. Macht's irgendwie überhaupt nicht besser. Das ist eh auf der letzten Seite. Ich breche mir einen ab. Los, Marschall. Fuck das System. Ihr könnt es noch schaffen. Oh mein Gott, ist das bescheuert. Ich fühle mich weiser. Wir haben einen ehrenhaften Sieg errungen. Was ist euer Wunsch? Endlich, mein Schwert setzt. So, Mr. Basteios. Basteios? Mach einen Abgang. Und du? Demenz, Fuzzi, mach einen Abgang. Ihr seid mein. Vier? Mein. Nur mein. Nein, ich bin nie, denn niemandes Besitz. Zumindest nicht heute. Zurück in die Stadt. Wie lautet euer Befehl? Ich werde. Mein Befehl lautet natürlich wie immer auf die Fresse. Fertig, los. Und so kann man hier teleporten. Wuhu, einmal um die Stadt rum. Und das in nur 2,5 Sekunden. Mein Herr. Dux, ihr sagt, rüstet euch ein bisschen neu aus, mein Meister. Meister. Und dann können wir weiterziehen. Wir haben noch eine Schlacht gewonnen. Na, Zeta. Was ist euer Wunsch? What? Zeta? Was sind das für Namen für Städte? Das klingt. Das ist ein griechischer Buchstabe. Das klingt wie eine Raumschiff Enterprise-Folge, Leute. What the fuck? Was soll das? Ach egal, mach mal Bosnien. Bosnien-Herzegowina. Unsere Stadt wird schon wieder belagert. Ey, lasst euch mal was Neues einfallen. Ihr werdet langsam echt langweilig, Leute. Das ist ja auch überhaupt nicht negativ gemeint, aber es ist einfach negativ gemeint. Sowas kann doch wirklich nicht sein. Das ist hier wenigstens Zeta. Natürlich ist das Zeta. Politische Übersicht. Demnach ist da unten nur noch Raszien. Und dann die letzten drei Provinzen. Die Verteilung der Herrschaftshäuser. Ja. Ist sogar richtig gerechnet. Huhu. Ich grüße den strahlenden. Und dann schicke ich mal meinen König wieder zurück. Der hat wirklich genug gelitten. Freunde, was ist denn mit euch nur los? Ritter Berufen, Marschall. Kostet ja sowieso nichts. Ich meine, 1000. So viel verdiene ich in einer Sekunde. Österreich. Und los geht's. Ja, mit einem Marschall kämpft es sich schon gleich viel einfacher. Mit einem Führer. Ach ja, gut. Und dann können wir den Glatzkopf gleich mal entlassen. Mach einen Abgang, Glatzkopf. Glatzkowski. So. Natürlich heißt der Glatzkowski. Ich meine, immerhin muss ich mir mal Monster AG wieder reinziehen. Monster AG ist auch ein geiler Film. Das waren noch Zeiten. Damals. Ja. Boah, ich hasse es. Ich bin schon so alt. Ich beginne Sätze mit den Worten, mit dem Wort damals. Boah. Das schaudert mich vor mir selber. Ja. Naja, aber diese wenig bewachten Festungen hier ohne Palisade. Ich meine, Palisade ist echt armselig. Kann ich einfach
mit einer einzigen Armee besiegen, obwohl die zu zweit sind gegen mich. Was für ein Nups. Was ist euer Wunsch? Und wir haben es tatsächlich geschafft. Zeta gehört uns. Was ist das eigentlich für ein Instrument? Kann man das jemand sagen? Ich werde diese Bauern zermalmen. Ein weiterer ruhmreicher Sieg, mein Herr. Für die Ehre. Angriff. Abermals. Hier kommt eure Armee. Ach Gottchen, ich war gar nicht. Ich weiß was. Na, fünf. Keine Ahnung. Fünf. Sagen wir fünf und dann sind alle zufrieden. Bis auf den Vatikan natürlich. Leicht überlegt. Okay. Was ist euer Wunsch? Mein Wunsch. Das ist eine häufig gestellte, ziemlich sinnlose Frage. Oh Mann, noch viel sinnloser, ja. Aber was soll's. Banat. Nein? Nein? Ja, Buddha. Das sieht doch schon nach einer viel besseren Stadt aus. Ein weiterer ruhmreicher Sieg, mein Herr. Hoheit, feindliche Truppen marschieren durch eure prächtigen Länderei. So. Kommen wir. Oh, toll. Der Vatikan ist in Bosnien eingefallen. Zweimal. Für euch gibt es keine Hoffnung. Lösegeld? Oh nein, doch nicht. Versuchen wir es nochmal fünf. Mein. Nur mein. Mein Herr. Wie lauten eure Befehle? Auf nach Rastien. Lasst niemanden in die Stadt oder heraus. Niemanden in die Stadt oder heraus. Es ist ja schön, dass ihr verschiedene Stimmlagen habt. Ja. Aber bitte, Leute. Ich verstehe es, ja? Sagt es einfach nur einmal und haltet dann die Fresse. Denn dann muss ich mich auch nicht jedes Mal aufregen, wenn sie nicht die Fresse halten. Unsere Armeen haben noch eine Schlacht. Na gut, aber nichts übertrifft in Sachen Rage. Die. Wir haben eine Schlacht gewonnen. Also die Verzweiflung, will ich es mal nennen, eines überlangen Tutorials. Was ist euer Wunsch? Wer weiß, wovon ich meine, darf sich jetzt freuen. Keine Ahnung. Oh Gott. Na gut, bei manchen Games ist es natürlich auch nötig, also... Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Hier ist es natürlich offensichtlich, ich weiß gar nicht, ob es ein Tutorial gibt. Einfach nur, Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Oh ja, mein Gott, hör auf zu labern, Meister. Einfach nur eliminieren, Marschall ausbilden, mit Einheiten jonglieren. Obwohl, ja, es gibt so eine Art... Naja, es gibt eigentlich kein Tutorial, soweit ich weiß, sondern nur so ein Nachschlagewerk. Auf königliche Bibliothek und dazu hat er noch etwas Schönes zu sagen. Zu Ihren Diensten, Eure Hoheit. Aha, natürlich. Wie funktioniert was? Häufige Fragen. Es gibt sehr viele häufige Fragen, aber gut. Angreifen. Wen greifen wir an? Buddha greifen wir an. Und wir scheinen zu gewinnen. Eins. Wer ist zu den Waffen? Eine Stadt wird belagert. Bosnien? Gut. Gut. Also, falsch. Ah, hier. Ach, die sind so schlecht. Wieso? Wieso tun sie das? Die haben doch gar keine Chance. Die haben nur noch zwei Provinzen, von denen ich eine gerade am Obern bin. Und Leute, seht ihr das? Es endet bald. In die Stadt oder heraus. Es nähert sich seinem wohlverdienten Ende dieses wunderbaren Spiels. Es hätte schon viel früher enden können. Durch Diplomatie, Wirtschaft, aber eines Tages muss man auch mal the long road gehen. Die lange Strecke auf dem Weg zur Hölle. Euer Reich wächst. Und was soll ich sagen? Uns gehört nun eine weitere Stadt. Ich hab's überstanden. Wie lautet es war schneller. Hungern wir sie aus. Es war zwar viel langsamer, als ich erwartet hatte, aber es hat funktioniert. Ich marschiere los. Mein Herr, wir haben einen ehrenhaften Sieg. Okay, kürzen wir das mal etwas ab. Das war ziemlich der Hauptsatz dieses Games einfach. Oh, stellt euch mal vor, ich würde jede Schlacht einfach auf Ich führe drücken. Oh ja, das ist eine gute Idee.
Nein, das ist im Moment gar keine gute Idee. Verlagern. Lasst niemanden in die Stadt oder heraus. Zum Abschluss führe ich meine Armeen selbst in die Schlacht. Seht euch die Festung des Feindes genau an. Die ist ganz schön hässlich. Ich finde, da könnte mal etwas Dekoration hin. Eine Mauer. Eine Mauer? Ja, weiter. Dies ist die Armee, die die Stadt verteidigen wird. Mhm. Auf der Mauer. Euer Marschall hat diese Stelle zum Angriff auf die Festung gewählt. Schön. Was mit dem anderen? Der hat natürlich gar keine Stelle gewählt. Der hat einfach nur random City gemacht und wuhu, yay, wir steigen in den... keine Ahnung. What? So, lassen wir uns mal ein bisschen zerstören von denen hier. Denn, haben schon 20 Moral. Also mich kann niemand aufhalten. Bogenschützen vor! Stadtwachen. Das sind verdammte Stadtwachen. Da sind Bogenschützen. Was machen die da? Die geraten alle in den Strudel des Todes. Ach, die sind runtergegangen. Haben die jetzt rausgelaufen? Oh Gott, bitte sag mir nicht, dass die jetzt rauslaufen. Zieh dir los! Na, was? Oh, kann man hier hoch? Leiter? Habe ich Leiter? Leiterfuzis? Nö. Ja, das ist so eine Sache bei Belagerung. Ist wahrscheinlich ganz hilfreich, wenn man selbst führt. Aber das mache ich ja nie. Los! Mein Gott! Die Moral der Armee sinkt einfach, ohne dass ich irgendwas tun muss. Das ist so bescheuert! Was soll's? Wow. Alter, ist einfach so ein Baum. Na gut, brechen wir mal durch das andere Tor, dann werden wir kaum Probleme haben. Etwas näher heran. Feuer! Oder auch nicht. Ach, bleiben wir mal hier hin. Wie sieht's aus? Ein riesiger Pulk an Leuten. Aber schön, dass ich mich mal Feuer! Die ein wenig befeuern werde. Also ein paar Bogenschützen sind doch meistens sonst ganz hilfreich. Kann ich eigentlich auch die Zeit verschnellern? Ja, kann ich tatsächlich. Nummer 2. Auch nett, wie man mit Schwertern eine Mauer vernichten soll. Shoot! Shoot this bitch! Okay, durchgebrochen. Auf die Fresse! Dum, 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 dum. Oh ja, schön, schieß auf meine eigenen Leute. Diese Ratten haben aufgegeben. Was? Wohin wollen die denn flühen? Wohin wollen die denn flühen? Flühen. Macht sie fertig! Oh, die sind auch schon längst durchgebrochen. Euer Marschall wurde gezielt. Zieht weiter! Was? Scheiße. Hey, komm, Leute. Oh, fuck. Zum Glück habe ich 2 Marschälle. Das ist geknackt. Seht, wie die Feiglinge zittern. Diese Ratten haben aufgegeben. Diese Ratten haben aufgegeben. Meine Fresse. Stadtwachen. Und so, das ist nicht natürlich der Grund, warum ich hier nicht nie selber führe. Außer aus Versehen einmal, glaube ich, um es zu zeigen. Einmal aus Versehen, um es zu zeigen. Ich habe es aus Versehen gezeigt, ich wollte nicht, dass ihr das seht. Das ist zu schrecklich. Da kann ich flüchten. Der wird jetzt abgestochen. Doch, Gewahrsam. Die und ihr scheiß Gewahrsam. Mein Herr, unsere Truppen haben die Stadt 5 Kirchen im Vatikan angegriffen. Der Angriff kam überraschend. Wir konnten den Sieg davon tragen. Ich bin ein Gottkönig. In den Geschichtsbüchern stehen als der wahre Herrscher von Europa. Der wahre Herrscher über Antiochia. Über das Land des Baumlochts. Und warum nennt man mich den Baumloch? Das werdet ihr schon bald erfahren. In einem Land voller Ents ist die letzte Schlacht vorüber, die letzte Stadtmauer durchbrochen, die letzte Stadt eingenommen, ganz Europa entschlappt.
Untersteht eurer Krone, eurem Banner und euren Farben. Grün. Es gibt nichts mehr zu erobern. Ihr habt alles eingenommen. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Tja, es ist natürlich nicht sehr gut, sich jetzt mit jemandem zu vergleichen, weil es gibt niemanden mehr. Aber, oh ja, minus 28.000 plus 2.800. 168 Provinzen, damit haben wir schon mal bewiesen, dass es tatsächlich in diesem Spiel 168 Provinzen gibt. Größter Händler, mit wem sollten wir denn handeln, wenn niemand mehr existiert? Und damit haben wir es geschafft. Knights of Honor ist vorbei. Der große Jarl, der Baumlord, verkündet, das Ende. Hoffentlich sehen wir uns niemals was. Fuck, jedes Mal dieselbe Scheiße. Hoffentlich hören wir uns bald in einer weiteren Folge von irgendwas, was euch so gefällt. Hoffentlich auch noch bei mir, aber wie dem auch sei. Knights of Honor, ein Spiel für Könige und Ritter der Ehre. Ciao.